So, da sind wir wieder drin. Also, liebe Leute, ich möchte heute die Holzapplikation entfernen. Mal schauen, ob wir hier das untere auch noch wegkriegen. Mal gucken, mal gucken. Ich muss ein bisschen auf das aufpassen. Ich kenne mich damit nicht aus, da muss ich mich vorher schlau machen. Das ist nämlich das Airbag-Modul. Und da ist ja eine gewisse Art Sprengstoff sozusagen drin und ich will nicht, dass das Ding mir um die Ohren fliegt. Deswegen müssen wir aufpassen. Strom ist abgeklemmt, also eigentlich dürfte so jetzt nichts einfach auslösen, aber man weiß ja nie, ne? So, genau, da sind überall Schrauben. Ich denke mal, dass man damit das hier wegkriegt und das machen wir jetzt einfach mal. Okay, also wir haben es sehr locker jetzt. Also es ist wirklich nicht mehr sehr fest. Es ist aber vernietet. Das ist ein bisschen blöd, weil ich glaube nichts habe, womit ich es wegnieten kann. Aber wir können es dann freibohren. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es sieht, da genau, die zwei Nieten da. Das ist hier alles eine Einheit. Das geht hier einmal komplett hoch. Und da ist das vernietet. Ich weiß nicht, in irgendeinem Halter, ich weiß nicht. Und der Halter wiederum ist mit einem, ja, hier mit so einem speziellen Torx gesichert. Ich versuche es mal scharf zu machen. Ja, so, genau. Also hat er in der Mitte einen Punkt. Und der hier verdeckt im Prinzip hier hinten eine Schraube, die hier hinten drin ist. Da sieht man, was für ein Dreck da drin ist. So wie auf der Seite hier. Sonst könnte man vielleicht die Halterung abmachen und das so mit rausnehmen. Aber da das hier irgendwie, glaube ich, irgendein spezielles Werkzeug ist, was wahrscheinlich nur Cadillac hat, kann man das nicht raus. Es ist wahrscheinlich so eine Art, um das zu verhindern, damit man das ganze Ding da auseinandernehmen tut. Jetzt wird es wieder nicht scharf. So, genau. Müssen wir was anderes machen. Aber wir haben was anderes Schönes draußen, nämlich den Tacho. Und da sieht man jetzt hier oben, da ist die digitale Anzeige drin, die auf das hier projiziert wird. Total interessant. Also so eine Art Vorreiter vom Head-Up-Display. Und ja, und das wird dann hier so drauf projiziert und spiegelt sich und man sieht es dann ziemlich nah. Also wäre das direkt im Auge. Das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Technik oder Art. Ja, genau. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt dann weitermachen.